Okay. Okay, auf den hätte ich gar nicht schießen brauchen. Der hat ja gleich mal das Zeitliche gesegnet. Okay. Manchmal hat man Glück. Was auch immer, für was auch immer ich das gerade bekomme. Okay. Wo? Okay. Vorsichtig. Fuck. Das wackelt ganz schön. Konnte ich ihn durch die Rille töten? Wow. Was für ein Abgang. Der wackelt wie auf einem Schiff. Ich bin mir echt nicht sicher, ob ich hier großartig weit durchkomme. In der Drehung erwischt den Schweinehund. Hier ist ein Hubschrauber, ich weiß. Bestimmt, wenn ich da gleich hinrenne, haut er ab, der Hubschrauber oder so. Ich weiß gerade nicht, ob ich... Alter. Uncool. Da muss ich doch zum Hubschrauber. Ach, von hinten erschossen. Von wem denn? Da war doch jemand. Ist wieder alles in vorne, wa? Ja, klar. Musste ja sein. So. Okay. Ich versuche mal ein bisschen mehr Deckung zu suchen und so. Okay. Noch einer down. Ey, jetzt treffen die schon wieder. Oh Mann. Ist voll ärgerlich. Kann ich durch die Ablenkung des verdammten... Kann ich doch nicht. Ja, schön. Kopfschuss. Oh, ich hasse gerade wieder das Spiel. Ich weiß auch nicht, was die mir damit sagen wollen. Okay. Okay. Cool. Ich glaube, diesmal habe ich sie alle erwischt, bevor sie irgendwas machen konnten. Jetzt habe ich nochmal einen extra Zusatz-Painkiller. Ich hoffe zwar nicht, dass ich ihn brauche, aber man weiß ja nie. Alter. Der wurde weggepustet. Okay, jetzt weiß ich wenigstens, von wo die Typen auch kommen. Kann ich hier nicht abhauen? Scheinbar. Na, verdammt. Toll. Kann man auch Munition verschwenden. Ich habe jetzt aber auch keine Ahnung gehabt, von wo die auf einmal auf mich geschossen haben.
hab ich doch mal einen. Komm schon. Okay. Oh nein, oh nein, oh nein, nicht jetzt. Oh Mann, ey. Leck mich fett. Das ist echt mies. Das ist echt schlecht vor allem. Das macht doch keinen Spaß. Bis der manchmal in Deckung geht? Immerhin. Zweitmal hat es funktioniert, auch wenn wir jetzt schon wieder fast tot sind. Okay, mal gucken, wie, ob wir das jetzt hier irgendwie überleben, hier wegzukommen. Ob uns irgendwer hilft. Haha. Wusste, dass uns irgendjemand kommt. Kassus? To save you. Oh, yeah, doch nicht. Listen, now come with me, Max, to Brazil. The chance to play the fall guy in a plot that my boss's brother's hatching to profit from the selling of human organs. Yeah, it'll be perfect for you. What are you talking about? I know nothing about human organs, man. Victor and Marcelo are trying to teach Rodrigo a lesson. Get him to loosen the purse strings and the family money. They pressured me into doing it. You wanna die? I came back for you. I did my best. I'm having a kid, Max. I gotta go. Fuck you. Sure. Later. Now, let's go. I hope this thing works. Okay. Wahrscheinlich wurde Passus scheinbar auch nur benutzt. Jetzt haben wir es doch hier rausgeschafft. Wow. Nieder mit dem Hotel. Es lebe der König. Vielleicht könnte auch Max Payne als Sprengmeister arbeiten. Kapitel 13. I owe you everything. No, you don't. I'm sorry I couldn't save your sister. I was there. It wasn't your fault. I was paid to protect her and I didn't. She married into a sick family. Maybe. I wanted to say thank you for giving us a chance to live. I mean, as a family. I hope it all works out for you, for all of you. Thank you. Don't be too long. Oh, man. Well, buddy, that's it. Where are you guys gonna go? I don't know, maybe back to New York, maybe down to Argentina. Giovanna has family in Salvador. Maybe we'll just stay there. Yeah, I got business to take care of. I'm sorry I dragged you into this. I know it was very wrong. It's all right, it's done. But hey, I'm having myself a fun old time. Maybe this is how things had to be. Figure I might as well die in the sunshine as die in the snow. Look, I'm sorry I'm leaving. I got a kid coming, you know how it is. I know how that is. You know, I almost didn't say goodbye to you. I said to myself, maybe this guy will put a bullet in me. Maybe I will. But not right now. Thank you. Try to look after yourself, Max, huh? Life is worth living. If you say so, pal. Es gibt doch noch gute Menschen. I thought I was going to have to witness another murder. Nah. Not him.
You ready? Okay. Okay. Die letzten Schritte. This information you gathered. It's not very nice. What is it? It's the Ufe. The famous Mr. Becker. Friend of Victor Bronco. Yes. And a contributor to his campaigns. A government employee, of course. And? A weapons dealer. A murderer. This was known. A dealer in human organs. This wasn't known. A proper gentleman. Sure. So you're gonna bring him down? Yes, because I want to lose my wife and my children and then get killed myself. All that after watching him walk free. Tell me what has to be done. Well, officially, there's nothing I can do. And unofficially? Well, we can always try something a little more creative. Okay, klare Ansage. Also, quasi alle, die auf der Party am Anfang dabei waren. The 10 o'clock showcase. I had to make sure I was on stage and ready for my close-up. Okay, wir spazieren einfach hinein. Ich glaube, er möchte mit Becker sprechen. Mann, der spaziert einfach mal so zur Polizei. Zur UFE. Das ist der Plan? Naja. Kann ich euch eine kleine Geschichte erzählen? Und zwar ist es eine Taktik. Ich erzähle es euch danach. Ist mir gerade ein bisschen zu atmosphärisch hier und ich will es nicht vermasseln. Tue ich eine Geschichte. Also genießt. Wir wurden gerade festgenommen als Max Payne, weil wir uns quasi selber gestellt haben, weil wir mit Mr. Becker sprechen wollen. Jetzt kommen wir scheinbar auch einfach mal in eine Zelle, oder doch nicht? Sehen mal die ganze Station. Das heißt, wir werden hier ganz schön rumballern. Okay, weiter geht's. Wahrscheinlich wird dieses Kapitel genau da enden, wo das Spiel angefangen hat. Glaube ich. Also würde ich meinen. Entweder das oder ist es wirklich das ganz Ende? Dass das 14. Kapitel da endet, wo wir angefangen haben. Mal gucken. Aua, wie nett. Warum müssen die denn einen prügeln? Macht doch gar keinen Sinn. Oh, das ist der andere Typ, glaube ich, ne? Ask you a question. Answer him. Answer him. What are you doing? What? What are you doing here? O que você está fazendo aqui? What are you doing here? I don't understand. I can't hear you. What are you doing here? What are you doing here? Hit me in the ear. Hey, answer me. What are you doing here? Back in the precinct after all this time. Time to find out what the hell was going on. So, das war's. Also was ich vorher noch kurz erzählen wollte, war, dass es eine ganz bekannte Taktik ist aus China von Shunzi heißt der, glaube ich, der gute Mann. Der hat so ein Taktikbuch geschrieben, das ist ganz alt und so. Und zwar gibt es da so eine Taktik, und zwar wie man halt ganz einfach in das Herz von den Bösen kommt oder von dem gegnerischen Einheit. Und zwar indem man sich gefangen nehmen lässt, ganz bewusst, um halt in die Mitte gebracht zu werden und dann eben von da aus anzugreifen. Und das macht Max Payne scheinbar hier auch, um mit ihm zu sprechen. Ja, das war's. Das war's mit dem 12. Kapitel von Max Payne 3. Ich bin schon ganz gespannt auf die letzten zwei Kapitel, was da jetzt passiert. Wir müssen uns jetzt hier erstmal durch diese ganze Polizeistation durchballern und hier werden wahrscheinlich wahnsinnig viele Polizisten sein. Auf jeden Fall. Es hat sich herausgestellt, dass Passus doch kein schlechter Kerl ist, dass er da auch irgendwie hineingezwungen wurde und bedroht wurde und so weiter. Das heißt, dass er eigentlich irgendwo so ein Guter ist, quasi so wie wir. Und jetzt haben wir ihm ermöglicht,
doch ein neues Leben anzufangen, weil er ja Vater wird und sowas. Und ich hoffe wirklich, dass die doch nicht irgendwo gestorben noch sind, was dann in den Nachrichten kommt. Oh, tragisches Todesunfall und sowas. Weil irgendwer muss es doch mal auch gut hier rausschaffen. Ich bin mir selber noch nicht sicher, ob Max Payne das hier lebend rausschafft oder ob er sich dann am Ende opfert oder so. Wäre irgendwie schade, aber wäre auch irgendwo nachvollziehbar. Dann ist die Odyssee von Max Payne vorbei, aber wäre schon schade. Und was wir feststellen konnten, ist, dass alle, die am Anfang dieser Party mit dabei waren, in diese ganze Sache involviert sind. Mir ist erst mal aufgefallen, dass dieser Dr. Arthur Fischer, von dem es auch so eine Werbung gab, ebenfalls auch am Anfang der Party war, genauso wie dieser Bäcker und diese ganzen Broncos. Da ist der Ursprung von dem Ganzen. Wir sind dem jetzt alles näher gekommen. Wilson da Silva, dieser Polizist, der will uns auch irgendwie helfen, aber kann offiziell halt nichts machen, weil er halt auch Angst hat um seine Familie. Deswegen versuchen wir das inoffiziell zu lösen und scheinbar irgendwie in einem quasi Alleingang, ich weiß nicht, was wir von diesem Bäcker wollen, auf jeden Fall werden die ihn wahrscheinlich umbringen. Ja. So viel des Guten für heute. Das war's von mir, das war's von Bugenmods Mo. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Falls ihr irgendwelche, keine Ahnung, Kommentare habt, schreibt's einfach in die Kommentare. Ich freue mich drauf, wenn ich da mal was lese. Ja, das war's von mir aus. Noch einen schönen Tag wünsche ich euch. Cheerio, sagt J-Mo. Bye, bye.